Ja, grüß euch, meine Lieben. Ich habe natürlich heute wieder ein tolles 10-Minuten-Programm für euch wieder vorbereitet. Und zwar geht es heute um den Funktionskreis der Beine. Lasst euch überraschen, macht es einfach mit und ich bin mir sicher, wir werden zusammen eine lästige Einheit wieder runterbiegen. Macht auch gerne das Programm ein zweites Mal oder ein drittes Mal sogar, dann habt ihr summa summarum eigentlich ein relativ gutes Workout beisammen. Und zwar, ich werde den Timer wiederholen. Wir starten, macht euch bereit mit Eingehen, das dann weiterläuft bis hin zu Standläufe, Kniehebeläufe, Anfersen, das machen wir mal 3 Minuten lang, nur dass ihr schon wisst, was euch jetzt einmal grob erwarten wird, okay? Also, starten wir jetzt einfach einmal mit 3 Minuten am Stand gehen und dann werden wir schon dynamischer werden, okay? Passt, gehen wir an. Einfach einmal locker eingehen. Ich werde ihn dreimal einmal runterstellen. Jawohl, wenn ihr weniger Platz habt, kann man natürlich auch am Stand das alles ausführen. Heute gehen wir eben speziell einmal ein bisschen auf die Haxen. Sehr gut. Aber wenn wir die Haxen trainieren, umso wichtiger, dass wir natürlich auch die Arme dazu nehmen. Ja? Also schaut mal, relativ schöne Armpositionen. Genau diagonal, dass wir schauen, dass wir eben nicht in diesem Bassgang sind, sondern wir wollen es diagonal haben. Oberkörper, so wie es euch immer sagt, versucht man möglichst aufrecht zu bleiben. Wirbelsäule schön aufrecht. Genau, und we keep on smiling. Hätte sie eiskalt kommen. Jawohl, und versuchen wir ein bisschen dynamischer zu werden. Das heißt, lockere Standläufe. Jawohl, so wie es für euch angenehm ist. Das ist die erste Übung. Deswegen wollen wir natürlich nicht allzu sehr Gas geben. Gell? Nach die 10 Minuten habt ihr dann eine Pause wieder verdient und dann dürft ihr einen Schluck trinken. Keep in motion, keep in motion. Sehr gut. Vergesst mal nicht auf die Arme. Sehr gut. Das kann man am Stand machen oder ihr könnt es immer am Stand ein bisschen nach vorne und nach hinten. Jawohl. Und wieder zurück. Und wieder nach vorne. Und anfersen. So wichtig, die Durchblutung der Beine. Das alles fördern wir damit. Jawohl. Zieht es mal hinten, die Ferse schön hoch auf. So weit wie möglich. Im Idealfall berührt sie mir hinten sogar die Hände. Jawohl. Und federnde Bewegung. Das heißt, versuchen wir möglichst leise zu landen. Noch 15 Sekunden, die nächste Übung, jetzt werdet ihr denken, das ist schon wieder, Jumping Jacks. Jawohl. Bisschen noch. 5, 4, 3, 2, 1 und wir gehen mal in die Jumping Jacks. Jawohl. Starten wir im Easy-Bereich, das heißt, wir wollen eigentlich im Prinzip nur mal in diese Übung reinfinden. Ich werde euch sagen, wenn die 30 Sekunden vorbei sind und dann machen wir die nächsten 30 Sekunden ein bisschen dynamischer. Jawohl. One step, one step, one step, one step, one step. Und nun dynamisch. Jawohl. Und aus. Aus. Hopp, 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 hopp. Und jetzt hopp, Kerze, hopp, Kerze, hopp. Was haben wir als nächste Übung? Das ist relativ schwierig im Hüpfen. Schaut mal. Ah, das kommen die Ausfallschritte. Ja, nochmal. 3, 2, 1. Hände in die Hüfte. Frisur richten. Hände in die Hüfte. Und dann.
Schritt nach vorne, abstoppen, Schritt zurück. Alternieren. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Es ist gar nicht so wichtig, wenn das Knie über die Zehenspitze ragt. Wichtig ist nur, gleiche Richtung als die Zehenspitze. Jawohl. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Umso wackeliger der Untergrund ist, umso schwieriger wird es. Jawohl. Vor, zurück. 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 Die nächste Variante, da haben wir eine Kniebeuge mit einer Crunch-Variante. Das heißt, wir geben mal die Hände einmal auf den Hinterkopf. Wir gehen in die Kniebeuge runter. Hochkommen, Ellbogen berührt das Knie. Und die andere Seite. Jawohl. Und runter. Zack. Runter. Zack. Runter. Zack. Runter. Zack. Immer schöne Drehung aus der Rumpfmuskulatur. Und runter. Zack. Und runter. Zack. Und runter. Zack. Und runter. Jawohl, als nächstes sehen wir uns in einer tiefen Kniebeuge wieder. Ja? Runter, runter. Runter und drehen. Runter und drehen. Runter und drehen. So, jetzt gehen wir runter in diese tiefe Kniebeuge, Sumo-Kniebeuge. Von der krabbeln wir nach vorne in die hohe Liegestützposition, halten kurz und wieder zurück. Und nach vorne. Und zurück. Und nach vorne. Und zurück. Jawohl. Und nach vorne. Und zurück. Und nach vorne. Und zurück. Jawohl. Gerade Linie. Und zurück. Super Übung für die Hüftbeuger. Und nach vorne. Und zurück. Und nach vorne. Und zurück. Und nach vorne. Und zurück. Und nach vorne. Und draufstehen. Jawohl. Nächstes. Gibt's mal die Hände waagrecht zum Boden. Wir ziehen unsere Knie an. Jawohl. So hoch wie möglich. Nach 30 Sekunden versuchen wir es wieder dynamisch zu machen, wer möchte. Na, ein bisschen haben wir noch. 7 Sekunden. Wir wollen nur in die Übung reinfinden. Jawohl. Und wir werden dynamisch. Und jetzt versuchen wir die Arme zu lösen. Wieder Kniehebel auf. Aber so hoch wie möglich die Knie nach oben. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Spann zwar die Bauchmuskulatur. Fest dran. Jawohl. Super. Und Pause. Puh. So, nächste Übung. Und zwar, wir gehen mal runter in die tiefe Kniebeuge. Und von da unten, da bleiben wir jetzt. Gehen wir nach vorne, gehen wir nach vorne, gehen wir nach vorne, stopp. Zurück, 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 stopp. Vor, 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 stopp. Zurück, 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 stopp. Und wir sind schon in der letzten Übung aus Joggen.
eine Minute lang. Das soll jetzt ganz locker sein. Konzentriert sich auf die Atmung. Einatmen. Langsam ausatmen. Ganz, ganz easy. Und wir haben 10 Minuten. Ja, so schnell geht's. Wunderbar. Bis wir noch. 30 Sekunden haben wir noch. Ja, ich finde das voll schön, dass ich mit einem joggen kann gerade. Super. Jawohl. Also der eine oder andere Schweißtropfen wird mir jetzt am Bein, weil ich bei mir ist schon ein bisschen, ja, merke ich schon. Aber wenn ihr das Programm zweimal, dreimal macht, versprochen, das genügt für heute. Und Pause. Sehr gut. Ich darf mich bei euch wieder ganz herzlich bedanken für eine tolle Einheit und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Male mit euch wieder virtuell und hinterlasst mir Kommentare, was würdet ihr gerne trainiert haben, was fällt euch gerade besonders schwer, wo ihr sagt, ah, das war nicht recht, hast du nicht irgendwas für den Bereich meines Körpers, findet man alles. Bin ich für alles offen, hinterlasst mir Kommentare auf diese YouTube-Videos und ich schaue sie mal an und dann werden wir schon ein gutes Programm zusammenstellen miteinander. Vielen Dank, Baba, und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.